Hallo meine Lieben, ich bin Sirene aus dem Bastelzimmer. Ja, es ist soweit, die Auslauflisten zu unseren aktuellen Stampin' Up! Katalogen sind am Start und ich werde jetzt mal einzeln mit dir durchgehen, was das Sortiment verlassen wird. Ich werde diese Videoreihe aufteilen in mehrere Sequenzen, damit es dann nicht zu langweilig wird und den Anfang macht der Mini-Katalog. Wenn du den Mini-Katalog aufschlägst, dann sind ja hier am Anfang unsere ganzen Produktpakete aufgelistet mit einem Preisvorteil von 10%. Die werden alle aufgelöst. Das heißt aber nicht, dass automatisch alle Produkte das Sortiment verlassen. Nur der Preisvorteil, den wird es dann nicht mehr geben. Und wir starten hier mit der Seite 9, die Reihe von Herzen. Es wird das Sortiment verlassen. Das Designerpapier, die facettierten Glitzersteine, die Zierdeckchen in Herzform und die Metallic Dosen in Herzform. Diese Produkte wird es weitergeben, aber wie gesagt, ohne Preisvorteil. Dann auf der Seite 11, Geheimnis der Freundschaft und die Platte für 3D-Prägeformen. Hier bleibt alles beim Alten, genau wie hier. Auf der Seite 15 das Designerpapier Frühling in Paris und das Geschenkband in Blütenrosa mit Metallic-Kante. Die ewigen Blüten bleiben, aber es wird uns verlassen, die Stanzform Paris und auch das Stempelset Verliebt in Paris. 18 und 19 bleibt uns erhalten. Ebenso die Seite 20. Und auf der Seite 21 das Stempelset Stars und Sternchen, das wird uns verlassen. Und das deutsche Set hat einen Rabatt von 30%, kostet jetzt 14,70 Euro und in Englisch kostet es sogar nur noch 8,40 Euro, da hat es 60% Rabatt. Auf der Seite 22 French Countryside. Auf der Seite 25 verlässt uns das Designerpapier Mohnblütenzauber, die Pailletten Mohnblütenzauber und die Akzente Mohnblütenzauber. Das bleibt alles. Wie gesagt, Produktpakete werden aufgelöst, den Rabatt wird es dann nicht mehr geben. Diese Seite bleibt. Und hier verlässt uns das Produktpaket Grazil geflochten, bestehend einmal die Stanze, Flechtbordüre wird rausgehen und das Stempelset Grazil geflochten. Ebenso verlässt uns das Produktpaket Honeybee, bestehend aus dem Stempelset Honeybee und den Stanzform Bienenstock. Hier verlässt uns der Hintergrundstempel Breathtaking Bouquet. Und das Stempelset Perfectly Framed, das ist sowieso nur in Englisch erhältlich und hat jetzt einen Rabatt von 60% und kostet nur noch 7,60 Euro. Die Reihe Bunter Geburtstag, es verlässt uns das Designerpapier und der Bommelmix und leider auch das Produktpaket Bonanza Buddies, bestehend aus Stempelset und Stanzform. Hier geht es weiter, Produktpaket Birthday Jubilee, Stanzform Geburtstagspracht gehen raus. Die sind jetzt auch sogar reduziert um 40% auf 21,60 Euro. Also damit kann man ja auch alleine was anfangen. Und auch das passende Stempelset Birthday Jubilee wird uns auch verlassen. Hier leider alles im Block, finde ich ganz, ganz schade. Tolles Stempelset. Und Witty Chisms wird uns ebenfalls verlassen auf der Seite 37. Die Produktreihe Tropenreise wird das Sortiment verlassen. Designerpapier, Metallaccessoires, Prägeform Strandmatte, Kartensortiment Erinnerungen und mehr, Tropenreise und das geflochtene Juteband. Und jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert. Jetzt weiß ich gerade nicht, ob ich glaube, die Tropen, die das bleibt. Also zumindest habe ich mir da keinen Haken dran gemacht. Da muss ich nochmal nachrecherchieren. Es geht aber auf jeden Fall hier auf der Seite 41 das Stempelset mit Liebe angehängt. Die beiden Stanzer bleiben. Seite 42 und 43, das bleibt beides komplett.
Auf der Seite 44 haben wir Full of Happiness mit, das war eh nur in Englisch, 20% Rabatt für 15,20 Euro. Und die gesegneten Ostern bzw. der Ostersegen. In Deutsch ist es reduziert um 20% auf 18,40 Euro und in Englisch um 60% auf 9,20 Euro. Ebenso geht der Osterschatz. Die Produktreihe Golfclub wird uns verlassen. Designerpapier, Kordel. Die Akzente sind um 30% reduziert auf 5,08 Euro. Und natürlich auch Stempelset und Stanzform. Das Produktpaket am Steg bleibt. Auf der Seite 50 haben wir hier Outdoor Barbecue, Pedal of the Metal. Beides wird rausgehen. Und auch hier Do the Impossible auf der Seite 51. Mountain Air bleibt. Dann kommen wir zum Produkt oder zur Produktreihe mit Stil und Klasse. Stempelset und Stanzform wird uns erhalten bleiben, aber das passende Designerpapier geht heraus, das Leinenband in Minzmakrone, die Quasten gehen raus und die kleinen Grußkärtchen, die sind ja passend zum Design, die sind jetzt sogar auf um 60% reduziert auf 3,90 Euro. Wie gesagt, das Produktpaket, also nicht das Produktpaket, Entschuldigung, Stempelset und Stanzform bleiben. Auf der Seite 57 geht raus Music from the Heart. Und dann geht es weiter mit einem Produktset auf der Seite 59. Das Kartenset voller lieber Wünsche, das ist ja ein Komplettset mit Stempelset. In Deutsch ist es nicht reduziert. In Englisch ist es reduziert um 30% auf 23,10 Euro. Das heißt, wenn du das vielleicht dir in Deutsch gekauft hast, ist es vielleicht ganz sinnvoll, wenn man sich jetzt nochmal Material dazu kauft. Also dann in der englischen Version für 23,10 Euro, dann hätte man quasi das Material, um das deutsche Stempelset noch viel, viel weiter zu benutzen. Wobei man es ja auch für andere Sachen benutzen kann. Genauso mit diesem Projektset, da wird das Stempelset extra verkauft. Das Projektset ist jetzt um 60% reduziert auf 14,40 Euro und das passende Stempelset Seriously the Best um 60% auf 9,20 Euro. Also das lohnt sich auf jeden Fall allein wegen des Materials. Und dann, das ist der Knaller, finde ich, das Produktmedley Botanische Prints. Da ist ja alles drin enthalten. Also ein deutsches Stempelset, Stanzform, Designerpapiere, Band und auch diverse lasergeschnittene Elemente. Das kostet nur noch 34 Euro. Also das, wenn das mal kein Knaller ist, das finde ich wirklich gut. Ja, hier sind nochmal die Produkte vorgestellt. Das einzig Interessante wäre dann jetzt noch hier hinten die Gastgeber-Sets, die man ja eh nicht kaufen kann. Aber sie gehen natürlich aus dem Sortiment und deshalb der Vollständigkeit halber erzähle ich das hier auch nochmal. Make a Splash. Und hatten wir noch eins? Nein, wir hatten eh nur dieses eine, ne? Genau, das verlässt auch das Sortiment. Das war es von mir zum Thema Mini-Katalog. Den Jahreskatalog werde ich etappenweise vorstellen. Schau auf jeden Fall wieder vorbei hier auf meinem Kanal und ich verlinke das dann auch entsprechend oben unter dem i. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.